Oh, der ist gut, der kommt gut. Perfekt. Und schon wieder war die Nacht eine Enttäuschung. Wir haben nur einen kleinen Karpfen erwischt. Einen größeren heute Morgen habe ich in den Hindernissen verloren. Zum Glück habe ich meinen Rig zurückbekommen, so ist der Fisch wenigstens nicht in Gefahr. Aber der hat sich wirklich gut angefühlt, so ganz langsam gekämpft, ein ganz ausdauernder Kämpfer. Das schmerzt mich wirklich unglaublich, weil wir wirklich noch einen großen Fisch erwischen wollten, bevor wir nach Hause müssen. Eine Nacht bleibt uns noch. Die Fische scheinen das Gebiet hier verlassen zu haben. Gestern dachten wir noch, das ist die Stelle. Wir haben so viele Karpfen entdeckt, als wir uns einen Überblick verschafft haben. Und jetzt bin ich ultra enttäuscht, weil sie scheinen echt alle weg zu sein. Gestern, als wir angekommen sind, war es sehr sonnig. Die Fische standen sehr dicht unter der Oberfläche und sonnten sich. Ich glaube, ich habe hier vorher noch nie so viele Karpfen gesehen. Aber heute, nachdem wir heute Morgen einen Starkregen hatten, scheint es die Fische weggespült zu haben. Wir glauben, dass es die Fische weiter runtergedrückt hat, wo es etwas tiefer ist. Hier ist es so flach. Und ich glaube, wir werden den Fischen hinterherziehen. Wir werden jetzt packen und dann werden wir etwas flussabwärts fahren. Und hoffentlich finden wir da die Fische. Diese Session war unglaublich hart. Ich bin ehrlich zu euch. Es sieht immer so aus, als ob all unsere Sessions so hart sind. Aber so ist es beim Karpfenangeln. Hoffentlich können wir noch einen fangen, bevor dieser Trip zu Ende ist. Wir entluden das Boot und bauten das Camp auf. All unsere Hoffnungen lagen auf dieser letzten, finalen Nacht. Ich fuhr auf den Fluss und platzierte unsere Rigs in verschiedenen Entfernungen und Tiefen. Ich fütterte nur sehr wenig Beifutter, in der Hoffnung, dass es reichen würde, die Karpfen auf den Spot aufmerksam zu machen und diesen so wichtigen letzten Biss für uns zu produzieren. Guten Morgen, Schlafmütze. Sind wir bescheuert? Wir sind völlig durchgeknallt. Völlig durchgeknallt. Kein Fisch die letzte Nacht, Claire. Nein, aber es ist echt noch ziemlich früh. Ich brühe mal Kaffee auf. Ich werde die Ruten nochmal frisch machen. Ich bin mir sicher, die Krebse haben alles aufgefressen. Wir haben nicht viel gefüttert. Aber hoffentlich nicht die Plastikköder. Ja, natürlich hoffentlich nicht das Plastik. Claire ist zum Supermarkt gefahren. Mal wieder, um etwas Essen zum Mittag zu holen. Aber ich habe ein paar Fische springen hören, ganz dicht am Ufer. Ich kann da nicht direkt hin angeln, aber da hängt ein Baum richtig schön über die Kante. Diesen Baum könnte ich als Umlenker benutzen. Ich werde da runterfahren, wo ich die Fische gehört habe, meine Montagen ablegen und wenn ich einen Run bekomme, dann kann ich den Baum als Umlenker benutzen. So hätte ich definitiv eine Chance, aber ich muss definitiv ins Boot, wenn ich einen Run bekomme und muss da auf jeden Fall dann rüberfahren. Aber auf jeden Fall könnte das klappen. Ich finde den Spot hier richtig genial. Der ist ziemlich nah am Ufer. Und überhaupt nicht verschlammt. Richtig cool. Ein typischer Großkarpfenfutterplatz. Ach du Scheiße, der ist ganz schön weit weg. Ach du Scheiße. Ich muss ins Boot. Ich muss dem Fisch hinterher. Claire ist noch im Laden. Ich bin auf mich allein gestellt. Er nimmt einfach Schnur. Da unten ist so viel Holz. Ich muss verhindern, dass dieser Fisch irgendwo reinschwimmt. Dort drüben ist auch Holz. Nein, nicht dahin. Nicht da rein. Alter, dieser Fisch kämpft so hart. Jeez. Jetzt schwimmt er wieder zum anderen Holz rüber.